Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Dead by Daylight. So, wir suchen jetzt mal ein Spiel. Das kann ein bisschen dauern, manchmal ist die Match-Suche ein wenig buggy, aber ich denke, das kriegen wir hin. So, und da sind wir auch schon mit einem weiteren Opfer. Wir spielen Opfer, wie ihr sehen könnt. Unsere Aufgabe ist es natürlich, vor dem Killer zu entkommen. Und mit wem spielen wir denn hier? Mit 18er-Rängen. Den wollen wir mal sehen. Einer muss noch bereit klicken. Klick bereit. Na los. Und es geht gleich los. Ja, der Ladebildschirm dauert erfahrungsgemäß ein bisschen länger. So, hier haben wir zwei Opfergaben. Einmal das klare Reagenzglas und einmal wohlriechende Bartnelke. Ja, das ist der Ladebildschirm. Der dauert ein wenig länger und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder im laufenden Match. Dann bis gleich. Und da sind wir auch schon im Schutzwald des Macmillan-Anwesens. Ja, ich bin als Opfer nicht besonders gut, sieht man ja auch an meinem Rang. Aber wir versuchen mal, das Ganze hinzubekommen. Jetzt holen wir uns erstmal Punkte durch Wiedervereinigung. Schon mal sehr gut. Okay, wo ist der Killer? Und welcher Killer ist das? Der Geist? Der Kettensägenmörder? Oder der Fallensteller? So, hier haben wir rechts schon gleich einen Generator. Den versuchen wir mal zu machen. Oh, ich höre ihn. Wo ist er? Ich sehe ihn wieder nicht. Hallo? Oh, da war er. Links von uns. Okay, ich versuche jetzt mal den Generator zu machen. Ich hoffe, der geht in die andere Richtung und kommt nicht hierher. Ja, diese Fähigkeit-Checks, da muss man sich echt konzentrieren. Weil wenn man das nicht schafft, in diesem gewissen kleinen Balken das zu machen, dann pufft der Generator mal ganz laut. Und das hört der Killer dann. Okay. Hilft uns jemand hier beim Reparieren, oder? Kann ich gerade nicht sehen. Aber ich denke, ja, so schnell wie der Reparierbalken hochgeht. Okay, noch ist kein Killer in der Nähe. Geschafft. Kein Killer in der Nähe. Okay, einen Generator haben wir gemacht und er hat uns geholfen. Super. Dann kriegen wir nochmal Kooperationspunkte. So. Oh. Jetzt kommt er. Er hat natürlich gehört, von wo ungefähr der Generator repariert wurde. Und ich glaube, er kommt näher. Wo ist er? Siehst du? Oh! Das war, glaube ich, knapp. Ist weg. Hat er mich nicht gesehen? Okay, das war mehr Glück als Verstand. Wir haben es also mit dem Geist zu tun. So, eigentlich wäre eine Kiste mal ganz nett. Hier unten ist immer eine Kiste in diesem Keller. Wenn die nicht schon jemand sich geschnappt hat. Gucken wir mal. Okay, hier diesmal steht sie nicht. Da steht sie. Sehr gut. Bitte lass mich ein Medikit finden. Das ist immer am hilfreichsten. Taschenlampe ist für mich irgendwie sinnlos. Weil ich kann damit auch nicht umgehen. Werkzeugkoffer oder Medikit? Nein, Medikit. Sehr gut. Können wir uns schon mal heilen oder andere heilen. Sehr gut. So, dann schnellstens hier wieder raus. Noch ist nichts vom Killer zu hören. Okay, hat jemanden erwischt. Einmal. Aber wo? Hier haben wir noch einen Generator. Ah, da hinten ist er, okay. Ja, ich glaube, ich helfe ihm gleich mal, oder? Wenn das nicht meine weiteren Mitspieler machen. Geschafft. Okay, hilft jemand anders oder muss ich da hinlaufen? Ah, nee, okay. Jemand hat ihm geholfen. Sehr gut.
So, Killer, jetzt komm aber nicht zu mir. Oh, das war knapp. Ja, der Geist ist recht fies. Weil er sich unsichtbar machen kann und dann schneller laufen kann, wenn er unsichtbar ist. Allerdings kann er einen auch nicht schlagen, wenn er unsichtbar ist. Okay, hier ist er irgendwo. Du siehst mich nicht. Wo ist er? Ich glaube, da ist er gerade reingelaufen in das Gebäude. Oder? Ja, okay. Okay, wir sind aus seiner Reichweite raus. Hier ist er wieder da. Aber wo? Ah, ich glaube, der Rechtsliefer. So, haben wir noch irgendwo einen Generator? Okay, das ist noch ein weiterer Überlebender. Da ist ein Generator, super. Immer schön nach hinten gucken. Und nicht die Fähigkeitschecks vermasseln. Das wäre sehr von Vorteil. Okay, noch ist nichts zu hören. Chaka, wir schaffen das. Okay, jetzt kommt er näher. Ich glaube, wir sollten gehen. Je nachdem. Okay. Wieder weggegangen. Versuchen wir es weiter mit dem Generator. Oh, verdammt. Nicht aufgepasst. Ja, jetzt kommt natürlich der Killer, klar. Schnellstens weg. Okay. Ja, weg ist er immer noch nicht. Aber wir lassen uns nicht beirren und machen weiter an den Generator. Dankeschön. Okay. Ja, wenn man mit anderen Spielern einen Generator macht, kriegt man Kooperationspunkte und da kommt der Killer wieder. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Na, auf jeden Fall kommt er jetzt näher. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Noch sind wir am Leben. Noch. Ah, da ist er. Okay. Siehst mich nicht. Hallo? Haha. Killerbetäubung. 1000 Punkte. Yay. Ja, wenn man den Killer einmal stunt, dann kriegt man dafür extra Punkte. 1000. Sehr gut. Okay, wir suchen ihm mal zu helfen, da. Okay, komm her. Ich heil dich. Oh, der Killer kommt. Oh, da ist er. Weg, 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 weg. Weg. Wir haben uns nicht gesehen. Und nicht gehört? Okay, das war Glück. Na, dann machen wir mal weiter hier. Bitteschön. Oh. Nein, 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 nein. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Nein. Oh, scheiße. Ha, daneben gehauen. Oh, Mann. Weg, 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 weg. Oh, scheiße. Ah, Kevin war betäubt, sehr gut, aber hat mich auch erwischt. Verdammt. Hier muss ich schnellstens irgendwie eine Ecke finden, wo ich mich verstecken kann und heilen kann. Okay. Er ist nicht mehr hinter mir her. Sehr gut. Au. Scheiße. Okay, jetzt ist das Medikit aufgebraucht. Dreck. Ist natürlich schlecht jetzt. Okay. Noch einen Generator müssen wir machen. Sind noch alle am Leben.
Okay, wo ist der letzte Generator? Oder wo ist jemand, der mich irgendwie heilen kann? Da ist der Generator, super. Da ist auch schon jemand dran. Ich würde sagen, dann machen wir mal mit. Nicht wegrennen, weitermachen. Ah, heil mich, heil mich. Dankeschön, super. Okay, der letzte Generator wurde schon gemacht. Wir können die Ausgangstore öffnen. Aber ich mache für die Punkte mal ein bisschen noch Generator. Oder auch nicht, weil der Killer kommt. Oh! Scheiße. Scheiße! Scheiße! Nein, 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 nein. Oh, fuck, fuck. So dumm. Oh, hätte daneben gehauen. Scheiße, weg. Weg, 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 weg. Nein! Oh. Scheiße. Ah. Verdammt. Nein, ich will nicht sterben. Wir können doch schon raus. Oh, fuck. Hat er mich aus den Augen verloren? Ah, ich kann raus. Sehr gut. Freiheit. Freiheit. Oh, danke schön. Aber der ist noch hier in der Nähe. Oh, oh. Und weg. Oh, ein Glück. Entkommen. Halleluja. Mehr Glück als Verstand. Das war doch mal nicht schlecht. 15.221, nein, 246 Punkte. Schon mal gut. Wir gucken mal, was die anderen so machen. Ah, der heilt nochmal. Okay. Der ist auch schon raus. Dann gucken wir auf den letzten Überlebenden. Nach, will er den Killer noch ein bisschen trollen? Na? Ah, er kommt auch. Okay. Ich glaube, es sind alle entkommen. Ja, alle entkommen. Ist natürlich übel für den Killer. Das ist echt gemein. Aber wir haben es geschafft. Ich würde sagen, es war gar nicht so schlecht. Ja, damit danke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge mal wieder bei Dead by Daylight. Vielleicht auch als Killer. Dann bis zum nächsten Mal.